Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Out to Chess. Uff, gucken wir mal, wa? Wie wild es denn hier wird. Wir haben zwei Max. Oh. Was soll da schon schief gehen? Oh, das wird eine Katastrophe. Wir haben die Möglichkeit. Oh, ist das Relikt da? Oha! Okay. Naja. Guck dir einer an. Das Relikt ist auch da. Das ist ja wie für uns gemacht. Langsam geloadet hier. Batman ist hier gegen uns. Flash Gordon. Ice is nice. Wir tun so, als wenn wir try haben. Die legen ihre Sachen immer irgendwo hin, um zu flexen. Zwei Tannis. Hm. Wir kriegen 3 Gold, wa? Das hier. Den da. Machen die einen Lärm. Hm. Die Frage ist, ob ich Ogre halt haben will. Fürs Late Game. Aber dann müsste ich ihn jetzt noch nicht kaufen. Ich glaube, wenn wir ihn auf Level 2 bringen, wäre das halt ein insaner Vorteil. Aber dafür müssten wir ihn natürlich erstmal auf Level 2 bringen. Dann machen wir das erstmal so. Könnte natürlich auch die beiden verkaufen, weil ganz ehrlich, selbst wenn sie auf Level 2 ist, bringt sie uns nicht ganz so viel. Machen wir mal so. Wir haben bis dato noch keinen Panda gesehen. Wir haben bis dato noch... was ist denn hier los? Kein Panda gesehen. Wir haben noch keinen Schamanen gesehen, glaube ich. Okay... Ja, alright. Hm. Not so happy. I am not so happy. Jetzt. Ah, da. Der Boy hier hat wieder Positioning 3000. Miss. Junge, da hast du 100% auf Evasion oder was? Eieiei. Ein HP. Will ich leveln? Ach komm. Ich habe absolut keinen Plan, warum ich gerade unbedingt Greenroom wollte. Einfach nur, weil ich unter 10 Gold war und dann nicht mehr hingekommen wäre.
Dachte mir, komm, jetzt kannst du dein Geld auch ausgeben. Ne? Sind wir ganz ehrlich. Macht doch eh keiner. Wenn du nichts hast, gibst du es eh aus. Oh, die Stunts. Hat da schon wieder jemand Hunter? Elektro-Pimmel. Was ist denn hier los, sag mal? A wolf in man's clothing. Ich habe halt keine Orks mehr, aber... Nice Schamanenrunde, by the way. Gefällt mir richtig gut. 2 Level 2er plus Knights plus Undeads. Das ist stattlich. Der Heal, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Langweilig. Terrorblade? Gib mir einen Juggernaut. Was ist das für eine Pärchenparty hier? Okay. Ist mir jetzt egal. Du kommst jetzt mit drauf. Und wir können nicht leveln. Ich will auf jeden Fall nicht leveln. Ja, wir lassen es so. Was soll's. Nächste Runde wird gelevelt. Knights und Trolls. Aber auch alles Level 1. Sag mal, Jungs, habt ihr Timing studiert oder was? Sag mal, sprechen die sich ab? Warum machen das meine Pieces nicht? Das war absolut insane. Die hätten das nicht besser spielen können. Komm. Jetzt gib mir nicht nur den. Okay. Gib mir gar keinen, auch cool. Ich wollte eh keinen. Ah! Ich hab keine Ahnung, warum ich gererollt hab. Mann, guck mich nicht so an. Du weißt doch, wie ich bin. Es triggert mich einfach des Todes, dass wir wieder die perfekte Option hätten, ja? Und wir kriegen nix! Naja, vielleicht haben wir am Anfang Pech und zum Ende hin Glück. Damit können wir immer noch hier Runden gewinnen. Oh. Alter, guck dir das mal in 2, 2, 2. Fast vom Glück sprechen, dass wir hier eingemacht haben, nur. Klick, klack, klick, klack. Klick, klack, klick, kluck. Klick, klack, klick, kluck, klick, klick. Es tut mir leid. Ich bin einfach nur hilflos. Hilflos dem RNG-Gott ausgeliefert. Und vielleicht habe ich heute auch schon 3 Folgen gespielt und aufgenommen und bin völlig brainmatch. Du kannst mir nicht... Nee. Ich hatte mich gerade gefreut, aber jetzt ist die Freude nicht mehr ganz so groß. Wir haben auch keinen Laser, ne, dass ich abgehen kann. Know what I did there? Nee. Das ist natürlich ein großes Upgrade.
Hätte man auch ihm geben können, aber er ist halt Level 2 und das ist Magical Damage. Ach, come on. Lass mir doch jedenfalls die Winning Streak. Okay, Runde 10. Mal sehen, was wir bekommen. Ich bin sehr gespannt. Okay, wir kriegen 6 Gold. Immerhin kommen wir jetzt auf 10. Kann ich aber jetzt auch mal anfangen zu sparen, wa? I don't know, ob wir den überhaupt jetzt benutzen sollen oder nicht. Also, sammeln. Lagern. Lagern ist, glaube ich, das richtige Wort, oder? Okay, das ist jetzt der Plan. Jetzt bin ich ready, Leute. Er hat sich mit 88 HP... Okay. Ich bin ready. Wir müssen jetzt verlieren, ne? Ich bin ziemlich sicher, dass wir verlieren müssen. Weil wir die eine Runde natürlich jetzt gewonnen haben. Am liebsten würde ich die Pieces komplett runternehmen. Wir spielen jetzt auf Losing Streak. Also Open Fort. Also ich mache mich so schlecht wie es geht. Ja. So dass wir verlieren. Dann kriege ich eine Mango. Und in Runde 20 kriegen wir das 33% Relikt. Und dann bam, 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 Junge, weißt du? Das kann nicht schief gehen. Ja. Komme, was wolle, die Folge wird es geben. Und wenn ich ein Katzenbild am Ende mache, so dass es ein Anti-Spoiler-Bild ist. Hauptsache, er spawnt nichts. Ah, ja, cool. Dann, hallo? Hör auf zu spawnen. So. Und jetzt müssen wir gewinnen. Da sehe ich das größere Problem. Aber wenn wir jetzt dich und dich und dich aufleveln, dann geht's. Was soll das denn? Stands ready. Sharper I bite. Ich denke, das ist die richtige Art zu gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Es sieht machbar aus. Okay, okay. Am besten wäre jetzt die beiden zu leveln, sodass wir hier Platz haben und so wenig wie möglich auf dem Feld haben. Weil ihr seht ja, ne, mit dem Spawn der Geschichten ist halt schwierig. Er hat seine Winning Streak leider verloren, nicht gegen uns. Fast. 9 Gold. Das machen wir so. 4 von 5. I know. Alles cool. Ich möchte jetzt einfach am besten gegen irgendjemanden sofort halt verlieren. 8 Damage kassieren und fertig ist das. Hauptsache gegen keinen, der irgendwas spawnt. Aber vielleicht kommt er gar nicht dazu.
Weil die haben alle relativ wenig HP. Er kommt dazu. Ich bin so gespannt auf Runde 20. Beziehungsweise, ob wir souverän überhaupt in die Richtung kommen. Das wäre jetzt ein wichtiges Level-Up. Wir machen das mal so, oder? Runde 14. Nächste Runde können wir leveln. Das ist Runde 15. Selbst wenn wir jetzt verlieren sollten, das wäre zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch, weil Runde 15 müssen wir sowieso gewinnen. Und dann kriegen wir auch eine. Und Runde 15 werden wir nicht verlieren. Das heißt, wir sind sowieso out of flow. Aber es sieht eher nach einem Win aus hier. Roll trotzdem, es juckt mich jetzt nicht. Ich will aber noch den Husker eigentlich. Na gut, dann machen wir das so. Late-Game technisch wird das natürlich sehr interessant, aber ich spekuliere hier halt ganz arg drauf, in Runde 20, dass ich da was zusammenbekomme. Das Ding ist, es ist levelbedingt. Das heißt, wir sollten mindestens Level 7 sein, bevor wir sie überhaupt nutzen. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt gut was an Gold. Du kommst weg. Eine Crown wäre ganz cool. Das ist aber auch gut. Ja, das ist auch gut. Und wir gehen trotzdem noch einmal Open Fort. Ja. Wir haben jetzt ja gewonnen, jetzt kriegen wir einmal noch auf Sack. Ich glaube, danach mache ich das aber nicht mehr. Jedenfalls nicht absichtlich. Das heißt, ich nehme keine Pieces runter, oder? Hm. Normal müsste ich halt zwei Priests haben, um auszutauschen. Das wäre so das Smarteste eigentlich. Normalerweise sowas siehst du eigentlich auch nicht. Das ist halt auch nicht so nice. Aber wenn man jetzt überlegt, wir hätten hier zwei Priests und würden die beiden Priests draufstellen, den Rest runter, dann würden wir jetzt noch Tangus und Jelly bekommen. Und wenn wir in Runde 20 wirklich das Relikt mit den 33% kriegen, würden wir auch von den Tangus extrem von profitieren. Normalerweise ist die Strat halt mega nice. Mangobaum, die du ab und zu bekommst, halt irgendwie 4, 5. 5 ist schon echt gut. Und dann halt Tangos noch, weil dann kriegst du Gold, XP und Leben wieder zurück. Schaut sehr, sehr sick. Mal hier gucken. Wir machen den Call hier. Machen das so, das sind 5 Warrior. Jetzt müssen wir natürlich wieder gewinnen, das wäre ganz schön. Das wäre jetzt echt blöd, wenn wir verlieren. Gegen den könnte es natürlich sein. Wobei, ich glaube nicht mal mehr, dass wir gegen ihn verlieren. Auf seinem Feld würde ich gerne gegen ihn spielen. Oh. Husker Level 2. Hat sich gecornert. Sehr, sehr stark.
Unser Juggernaut ist halt zu früh gestorben. Und er hielt sich halt gegen. Guck mal, den Rest kriegen wir halt, ne? Ich brauch den Husker. Jetzt habe ich, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich Blut geleckt. Einer ist drin. Habe ich auch noch seit gefühlt Jahren nicht mehr gespielt. Orks. Hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Aber es würde jetzt gerade reinpassen, weil wir verlieren gerade sehr viel Leben. Wir kriegen Gold und XP und können da uns vielleicht mit die Chance aufbauen, einen Disruptor zu holen, plus ein bisschen Platz für die Wizards. Und außerdem haben wir Jugger fast auf Level 3 und wir könnten die anderen halt auch relativ hochbringen. Mal gucken, ob wir überhaupt in die Richtung kommen. Es sind noch zwei Runden, oder ja, doch zwei Runden, bis wir das Relikt kennen. Wir brauchen die 33%. Ich werde jetzt die ausstehen lassen, also jetzt gibt es keinen Open Fort mehr. Wir können auch so vielleicht sogar nochmal verlieren gegen ihn oder so. Ich würde gerne gegen ihn auf seinem Feld antreten, das wäre nice. Ah, was machst du? Come on, gegen ihn auf seinem Feld. Ah. Knights. Aber keine Mages, oder? Nee, doch, Mages, okay. So sick, wie sie sich gegenhält, die Legion. Schon ein bisschen frech. Aber, ey, stimmt, wir haben verloren und unser Peace bekommen, wa? Da war ja was. Roll bringt mir hier gar nichts. Wir kriegen 6 Gold. Ich darf vieles, aber nicht verlieren. Ganz wichtig. Also wenn ich hier jetzt verliere, dann also yo, dann ist aber mal ganz zappenduster da. Also 4000 HP, das kriegen wir wohl hin, ja? Komm. Oh, komm, eine Crown. Oh, nice, Alter. Wir haben... Come on, please. Wir haben nicht mal Vlad... Nicht mal Vladimir kriegen wir. Oh, boy. Jetzt haben wir das Relikt. Das Io wird natürlich passen. Das wäre interessant. Wie ist das hier mit... Bloodseeker. Let's go. Ja, wir machen das. Hier und hier. Benutze ich sie jetzt. Bis Runde 30 können wir damit nicht warten. Die Frage ist nur, ob ich erst auf Level 7 gehe. Level 8 ist ja hier schon. Ja, 3, 1,
4. Komm, 6. War nicht so gut. Oh, Chen darf ich nicht übersehen. Ah, der Cornerboy hier schon wieder. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen kräftiger aufgestellt als eben. Schön. Come on, Spinneroo, Spinneroo. Ja, hier ist aber der Dealer. Sieht gut aus. Ah, no. Und wir waren es nicht. Wir haben unseren Roll. Wir brauchen einen Blattsicker. Also, zwei wären halt nice. Also, drei insgesamt wären nice. Also, Level 2. 28 HP. Hier hast du nicht mehr so viel Spielraum drin. Juggernaut 3. Wir brauchen Chen. Und ich muss natürlich Level 8 gehen für den Boy. Aber ich glaube, ich möchte erst... Ah, nee. Wir können ihn nicht auf Level 3 vorpushen, oder? Den oder ihn. Maybe. Spawn nochmal, maybe. Oh, nice. Er hat keinen Bock mehr hier. Wir brauchen noch zwei. Come on. Come on. Oh, habe ich Chen weggerollt oder so? Ich habe wieder nicht drauf geachtet, weil ich gucke jetzt nur auf die Pieces, die wir halt hier aktuell brauchen. Shield. To the moon, ne? Die K2 aber ohne Items. Der ist ein bisschen stacked. Sieht aber eher nach einem Win aus für mich. Right? Okay, wir können jetzt mal hoffen. Ist ja ein wenig bedauerlich hier, ganz ehrlich. Ihn habe ich übrigens hier hingestellt, damit er ihn rüberwirft. Das ist mein Plan. Trotzdem hat Lycan Aggro. Okay. Come on, gib mir eine Crown, gib mir eine Crown, gib mir eine Crown, 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 Crown.
wolf in man's clothing. Das gibt es doch nicht. Blinkt er, ja? Ich habe halt auch noch die, ne? Und ich muss halt einen Disruptor bekommen. Hallo? Vor allem, ich könnte auch 6 Warrior haben, wenn ich ein Level aufmachen würde. Oder ich könnte halt einen runterstellen, aber... Nee. Oh boy. Eine Crown wäre halt dick. Hast du eine Crown hier irgendwo für mich? Oh. Wir haben hier Range, das ist gut. Aber, er erreicht sie. Alter, was ist denn der so tanky? Shield. 25 AP nur noch. Master of Beasts. Jetzt keine Janas. Okay. Okay. Come on. Da war Chen! Scheiße. Weg mit dem Hunter Gamer. Wir haben halt 6 Rolls hier noch. Eigentlich bräuchten wir halt Bloodseeker und Disruptor, aber ich muss erstmal Level 8 gehen. Aha! Ja, und dann muss ich noch einen Disruptor bekommen. Oh boy. Na, Flash Gordon. Was geht ab, Schnecke? Rolls. Komm, gib mir irgendwas. Voidstone. Irgendwas. Gold. Hallo? Oh. Time to shove off. Okay. Will ich Monopoly haben?
Will ich Wladimir? Also, Monopoly wäre nice. Elite, oh, das wäre auch gut. Weil diesmal ist es das wirklich. Io wird gehen. Wladimir wäre auch gut. Es gibt ein paar Sachen, die ich kriegen könnte. Ja? Er muss nur mal so ein bisschen nett zu mir sein. Come on, bruh. Gib mir auf jeden Fall eine Crown vor dem Drop hier. Komm. Frech. Okay, wir haben... Ah, jetzt, ich meine, immerhin, I guess. Alter. Vlad, Vlad, Vlad. Was hast du denn hier jetzt? Ah, du Schwein. Ne. Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, ich muss... Come on. Ich muss. Master of Beasts. Sharper I bite. Ich hätte auch 6 Warrior raufstellen können. Ich hatte nur gerade Schiss, dass ich das zeitlich nicht packe. Er kriegt zwar eine Menge Gold, wenn er das jetzt kriegen sollte hier mit seinem Beastmaster, aber naja. Keine Crown. Hätte ja auch mal gönnen können. Ach ja, da war ja noch was. Chen. Bett 3. Wie viel der Damage, oder? Oh, not bad. Aber es hat Level 2. Gut. Gut, 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 gut. Ich brauche so viel Gold, bis ich leveln kann. Wie kommt das nur? Verstehe das auch nicht. Gut, der braucht wirklich noch 3 und ich habe halt ihn auf Level 3 auf dem Feld, das heißt, es sind schon eine Menge raus. Oh, er braucht noch einen. Oh, nice, okay. Er hat Medusa benutzt. Okay, das ist gut. Oh, der macht uns Damage wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal. Die stehen auch sehr gut. Wir stehen sehr gut. Winter Wyvern 3 hielt halt alle hoch. Der Wurf war ein bisschen suboptimal, weil den hättet ihr down gekriegt. Ich erwähn's nur mal. Er hat gegen uns gewonnen hier. Aha. Was spielt er denn? Alles ein bisschen oder was? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt rollen soll. Wir haben nur 18 HP und wenn der nochmal so gewinnt gegen uns wie auf seinem Feld, dann habe ich ein Problem. Okay.
Okay, ich roll. Io, maybe? Come on. Ein Husker noch. Come on. Come on. Schade. Also, 6 Orks kommen nicht mal in Frage. Natürlich kann ich die Rolls benutzen, aber... auch dafür muss ich Level 8 sein, um Sven zu bekommen. Oh, der Doom. Das ist frech. Und der Hunterboy gewinnt mittlerweile auch gegen uns. Enchanted, I'm sure. My faithful joined me. Runde 35. Der hat keinen Bock mehr hier. Okay. Obwohl er uns easy gemacht hat. Recht knapp. Ohne Vlad wären wir wahrscheinlich auch sogar schon raus, oder? Ich glaube, wir haben bestimmt so 10 AP oder so wieder mitbekommen. Ah, vielleicht überschätze ich das auch gerade. Alles Level 3 hier. Komm, eine Crown. Ich krieg gar kein Level Up mehr hin, aber... echt jetzt? Du gehst da hinten hin? Dein Ernst? Bro? Ja, gegen den werden wir nicht gewinnen können. Auch mit Positioning nicht. Ist er raus? Ja. Ah, ne, ist ein Draw. Ich kann dich halt jetzt suchen, ne? Alter, seine Items, ey. Aber kann ich dich... nehme jetzt 4 Orks. Sollte ich dich runternehmen und noch den Husker raufstellen? I guess. Somit haben wir 20 Gold. Gib dir Blink. Ja. War anscheinend nicht die smarteste Idee. Okay, jetzt ist er raus. Alright. Ich könnte es auch Husker geben. Naja. Also, wenn wir jetzt noch einen Disruptor reinlacken, ne? Das wäre sehr wild.
Ja, er hat 9 Warrior, habe ich gerade gesehen. Ja. Die 9 Warrior. Unlucky, dass wir ihn nicht rausge... Oh, shit. Den haben wir ja richtig Damage gemacht. Ah, wie knapp die Runde war. 9 Warrior sind echt stark. Und man muss mal beachten, er hat halt eigentlich nichts. Also wirklich nichts. Doom und Kunkka sind die einzigen, die halt gut sind. Zwei Level, Zweier halt, also 4 Stars. Mars Level 3. Und das war's, ja. Sein Carry ist Level 1. Und ansonsten hat er nix. Und trotzdem haben wir gegen ihn verloren. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Level 3ern. Plus 4er Orks. Und wir hatten sogar am Ende noch zwei Priests. Ja. Mit Trolls. Schade. Aber das lag, wie wir wissen, daran, dass ich nicht auf Level 8 gegangen bin. Früher. Und vielleicht auch an dem nicht vorhandenen Level 33er Relikt. Level 33. Quatsch. An dem Relikt mit 33%. Der ist auch raus. Und wir haben noch zwei Leute hier. Einmal den 9er Warrior und einmal den mit der wilden Strat. Die kennen wir mittlerweile. Die kennen wir aber mit den Tauren. Hier hat er keinen Tauren drin. Also er hat einen drin, aber halt keinen Earthshaker. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob er ihn nicht gefunden hat. Er ist halt auch nur Level 7. Aber das ist natürlich nicht ohne. Monopoly hätte ihn auch ziemlich rausgekickt. Ihn und den Hunter. Also auf jeden Fall hätten wir dadurch eine Menge Gold gekriegt und die hatten Probleme gehabt. Alter, das ist ein Tryhard. Noch ein Lycan. Alright. Eye of Skadi, Radiance, Lincoln Sphere. Ja, wer will noch, wer hat noch nicht. Er gibt mir einfach alles. Okay. Er hat die Magical und die Tanky Items dem Viper gegeben. Doom ist hier natürlich ultra stark. Er gewinnt. Er verliert. Er hat aber noch Geld. Aber er ist kurz vor einem Lycan Level 3. Und auch kurz vor einem Jugger Level 3. Aber hat nicht mehr viel Spielraum. Ja, der Kunkka kann auf jeden Fall mal weg. Er ist Level 8 gepusht. Dark Warden. Halte ich für kein gutes Chess Piece. Aber besser als nix. Bisschen was am Positioning geändert. Und er macht das Rennen. Oh, wie knapp. Oh, das war knapp. 3 Pieces am Limit. Jetzt kommt es drauf an. Lycan, Jugger. Lycan ist halt, wäre schon ziemlich nice. Du musst ihn verkaufen, du musst den Axe verkaufen.
Ja, eigentlich musst du alles verkaufen. Du brauchst den Lycan auf Level 3. Ja. Verkauf den X, I guess. Das ist halt ein Roll. Ein Roll, und wenn du ihn hast, dann kriegst du ihn halt auch. Ach nee, der kostet 3. Jugger wird nur gehen. Schwierig. Also auf jeden Fall hätte er, glaube ich, noch was verkaufen sollen. Den Jugger vielleicht sogar. Er hätte 6 Gold plus X noch dazu. Auf 9 Gold. Er hätte 2 Rolls gehabt. Ja. Er hat halt nicht verloren, weil er unglücklich gestellt hat, sondern er hat verloren, weil der andere Level 8 gegangen ist und einen Arkborn draufgestellt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde mich sehr freuen und unterstützen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.